Schön, dass ich euch wieder zu dieser Ausgabe von Let's Play World of Tanks begrüßen darf. Und wie ihr seht, mit dem Prachtstück, dem Objekt 140, dem Tier 10 mittleren Panzer der Russen, auf der gleichen Tierstufe wie sein Pendant, dem T-62A. Welcher von beiden nun besser ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Allerdings muss ich aber sagen, ich selber habe das Objekt 140 auch und finde ihn auch wirklich gut. Oh, da hinten ist ein BMW, zumindest klar ein BMW. Ja, Objekt 140 kann ein bisschen was abprallen, hat eine schöne Mobilität, schöne Drehgeschwindigkeit, also ist in vielen Sachen sehr gut. Der Alpha-Schaden nicht allzu hoch, aber dafür einen schnellen Reload, der das dementsprechend auch wieder ausgleicht. Man sieht hier, wenn wir auf die Teams ein bisschen schauen, ist ein 10er-Gefecht, allerdings mit 9er und 8er Panzern. Was aber der Gegner hat, sind 2 9er mehr als sein Team. Von dem her nicht unbedingt die besten Voraussetzungen, muss man mal ganz klar sagen. Und jetzt fahrt er erstmal hier aufs Plateau und schaut, ob er von da oben was wegsnipen kann. Mache ich auch immer sehr gern. Hier schnell hochfahren, dann vielleicht nach unten, nach drüben wirken. Oder auch wenn von hinten was kommt, kann man auch da immer noch schön schießen. Doof ist, wenn eine Überhand kommt oder sich die Arti hier auf einen einschießt. Es geht aber nichts auf. Und er verweilt hier gar nicht lang, sondern er fährt hier wieder direkt weg. Okay, kann man machen. Er fährt jetzt hier rüber. Das ist, da ist eine Lorraine, die gibt ihn auch schon mal direkt den ersten Hit. Gott sei Dank nicht mehr als einen. Weil klar, kann natürlich den einen oder anderen Schaden mit sich bringen, aber gibt hier gleich die Revanche, kriegt einen zurück. Der erste aus seinem Team ist schon tot. Da hat der Waffenträger mit dem IS-3 gar nicht lang gehadert und ihn weggemacht. Ist halt da in dem Canyon schon so ein schwieriger Gegner, so ein Waffenträger, der da steht. Aber er hat jetzt hier auch keine so minder leichte Stelle mit so einem leichten Panzer. Da hat er den 50-120 getroffen, allerdings hier das Replay hat ein bisschen zu spät den aufgemacht, in Anführungszeichen. Deswegen haben wir den Hit nicht gesehen, aber gehört haben wir ihn. Den Löwenhit haben wir wieder wahrgenommen. Wie gesagt, diese Replays teilweise sind so ein bisschen verbuggt. Ich habe mir die Runde vorher schon mal angesehen, also da war er auch offen. Also von dem her ab und an wirklich kurios, was da beim Abspielen passiert. Auf jeden Fall ist der Gegner hier stark vertreten. 0 zu 2 steht's. Komm, Rheinmetall, fahr noch ein Stück. Aber hier ist schon, es ist schon wahnsinnig, was da ist. Löwe, Rheinmetall, Carnarvon, IS-8, E4, AMG, die Lorraine. Also, ja. Deswegen 0 zu 3 jetzt mittlerweile. Eine 0 zu 4. Also sein Team brilliert jetzt hier gerade nicht mit Überlebenswille. 0 zu 5. Und man hat sogar gerade gehört, der ist hier explodiert, der T-44. Und sein Munitionslager wurde ihm entrissen. Also, bis jetzt läuft es nicht gut. So, da kommt der E4 mit Premium. Und da trifft er gut. Macht den Hit. Nimmt dem E4 ein bisschen Schaden. Ein bisschen Hitpoints. 1 zu 6 steht es nur noch. Wahnsinn. So, der Löwe kommt jetzt hier raus und da kann er ihn rausnehmen, endlich. 2 zu 6. Carnarvon verschießt. Und jetzt geht er, jetzt fahrt er vor. Arti hält hier weiter fleißig rein. So, AMX schießt sich da aus. Carnarvon achtet gerade nicht auf ihn, aber gut, da würde wahrscheinlich keiner darauf achten, dass da jetzt einer kommt. Den kann er rausnehmen. Der IS-3 guckt noch ein bisschen auf ihn. 4 zu 8. Nimmt den jetzt auch raus. Und hier die drüben achten alle gar nicht auf ihn. Also die achten wirklich auf den 110er und den Jagdpanzer R100, der da von hinten noch kommt. Aber er kann jetzt hier wirken. Der AMX 50-120, meine ich, ist im Reload. Weil von dem kommt an dieser Stelle gerade nichts. Auf den kann er hier richtig schön feuern, ohne Gegenwehr zu haben.
Super Timing, wie er dann im Moment vorher nach vorne gefahren ist. Jetzt den E4, eine in die Seite. Der Leopard unterstützt ihn auch klasse. Nochmal einen auf den 5 Sekunden 20. Und jetzt hat er zwar nachgeladen, aber jetzt war es um ihn geschehen. 9 zu 10 lediglich nur noch. Von einem 0 zu 6 kommen. Gut, 9 zu 11, aber egal. Jetzt auf den E4. Ja, unterstützt ihn der Leo auch wieder super. Jetzt achtet er auf den Leopard und in der Zwischenzeit kann er ihn hier runterschießen. Und auch zerstören. Nein, er prallt ab. Komm schon. Ja, jetzt macht's der Leo. Sehr schön Support von den beiden. Haben sich super ergänzt. 10 zu 11 lediglich nur noch. Nur noch nett gesagt natürlich. 10 zu 12. Warum halt ihr nicht einfach die Fresse? Da ist der T-62A. Kriegt er den Hit drauf? Und noch einen vielleicht? Ja, lass 10 HP stehen. Unglücklich. So, die Arti von ihm bekommt jetzt da Besuch vom Objekt. Aber Arti bekommt wenigstens noch einen Schuss raus. Die Frage ist, kriegt er vielleicht sogar noch einen zweiten raus, wenn er im Magazin... Ja, sehr schön. Da hat dem Objekt mal 1200 Struktur gekostet. Sehr gut. Zwischenzeitlich der E50 den T-62A raus. Also besser ging es von der Arti nicht mehr, als sich da so zu wehren. Aber der ES-7 ist halt noch voll. Kriegen hier die beiden, die zusammen das mal an HP haben, was der ES-7 alleine hat. Ja, ES-7 drückt jetzt da weiter. Jetzt ist die Frage, wo ist die Lorraine? Da ist sie. Fahrt er zurück oder lässt er sich droppen und fahrt von hinten ran? Ja, genau, er lässt sich droppen. Sein Arti schreibt auch zu viele schlechte Schüsse, aber wenigstens 2862 Schaden. Ja, kann passieren, aber wenigstens das Objekt nochmal ordentlich was gekostet. Die Lorraine kann er da jetzt rausnehmen. Sehr schön. Jetzt, wo ist der ES-7? Da ist er. Und da kommt das andere Objekt. Auto-Aim rein und weg. Sehr nice, sehr nice. Und jetzt noch der volle ES-7. Trifft ihn hier, kettet ihn hier. Und jetzt, er versteckt sich gar nicht hinter den Steinen, weil sie könnten ihn zusammen super ausspielen, sondern nein, er fährt voll drauf. Sehr schön aggressiv. Trifft nochmal, jetzt ist er ein One-Shot. Hinterfährt ihn. E50 hält auch noch weiter drauf und nimmt ihn raus. Sensationelle Ergänzung. Da muss man sagen, seine Teammates spielen super gut mit. Erst der Leo, dann der E50. Das läuft. 7 Kills hat er. Ein Kill noch. Da macht er seine 8 Kills klar und die Radley Walters. Und die wäre wirklich verdient. Das ist die Frage, wer findet die Arti? Der E50 oder er? Gegner ärgert sich natürlich, dass das hier kein Sieg ist. Da ist die Arti. Vielleicht würde ich den E50 zuerst schießen lassen, so wie jetzt getan. Jetzt macht er den Shot und er zündet ihn an und dementsprechend macht er den Kill. Ja, was soll ich an dieser Stelle noch sagen? Über 7.500 Schaden gemacht, 8 Kills. Das Spiel auf jeden Fall für sein Team gecarried. Also besser geht's nicht. Ich hoffe, euch hat es nur ansatzweise so gut gefallen wie mir, weil es war eine sensationelle Runde. Vielen Dank, Crazy Apocalypse, für dieses Replay. Alles andere, ich wünsche euch alles Gute. Ich bin ein bisschen sprachlos und dementsprechend verabschiede ich mich jetzt einfach mit. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.